du denn? Ach, der Briefkastenschlüssel. Ich hatte ihn eben noch in der Hand. Ach, der findet sich doch schon wieder. Ach, weißt du, ich vergesse auch so viel in letzter Zeit. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Letztens lag die gewaschene Wäsche 3 Tage in der Maschine und hat vor sich hingegammelt. Mama, das ist dir doch früher nicht passiert. Ja und? Mama, du musst dringend mal zum Arzt. Lass das doch mal untersuchen mit der Vergesslichkeit. Ja, so schlimm ist es ja noch nicht. Ich muss mir einfach öfter mal Notizen machen. Das ist in meinem Alter normal. Nein, das ist nicht normal, Mama. Letzte Woche hatte Felix Geburtstag und du hast dich gar nicht gemeldet. Du hast doch sonst nie den Geburtstag deines Enkels vergessen. Und schau mal hier, der Termin bei der Krankengymnastik. Warst du da? Nein, ich war nicht da. Ich musste gestern einkaufen gehen. Da war keine Zeit mehr. Mutter, du musst dringend zum Arzt. Ich bin nicht krank, das würde ich doch merken. Ich muss auch nicht zum Arzt. Doch, du musst zum Arzt. Ich muss nicht zum Arzt. Aber vielleicht ja du. Und hör endlich auf, mir ständig Vorwürfe zu machen. Aber Mama. Was suchst du denn? Ach, der Briefkastenschlüssel. Ich hatte ihn eben noch in der Hand. Ach, der taucht schon wieder auf. Ich vergesse einfach so viel in letzter Zeit. Das ist aber auch ganz schön schwierig, wenn das Gedächtnis nicht mehr so mitspielt. Und das ist dir ja auch früher so leicht gefallen. Ja, das stimmt. Weißt du was? Du hast doch bald diesen Vorsorgetermin beim Arzt. Hier. Da können wir doch den Arzt mal fragen, was das sein könnte mit der Vergesslichkeit. Ich bin aber nicht krank. Wenn man älter wird, vergisst man halt öfter mal was. Ja, das stimmt. Im Alter wird man vergesslicher. Vielleicht reicht es ja auch, wenn du Vitamine nimmst. Ich glaube, es ist eine gute Idee, mal mit dem Arzt darüber zu sprechen. Tja, wenn du meinst, dann machen wir das. Prima. Der Briefkastenschlüssel. Ah ja. Komm, ich helfe dir suchen. Okay.